jeder erstmal einen Schluck macht. Wir können manches diskutieren. Herr Englisch, das Ganze auf Deutsch, ja? Also ich muss Ihnen gestehen, ich war etwas erschrocken, als Herr Flug mir sagte, üblicherweise wird eine Stunde vorgetragen und dann wird diskutiert. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass ich Sie maximal 45 Minuten hier in Aachen und in Zuhörerschaft halte. Ich habe gesehen, es war nun doch fast 50, 52 Minuten. Mein Respekt, ich habe eigentlich, wenn Sie das nicht so vorgegeben haben, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wer länger als 20 Minuten zuhören kann, der ist ein Übermensch. Ich kann es nicht. So, aber jetzt, Herr Englisch, Sie haben das Wort. Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, dass eigentlich alle länger als 20 Minuten zugehört haben, zeugt davon, dass das ein Thema ist, was wirklich interessiert und auch von Ihrer Kompetenz da hat, wie Sie vortragen. Dankeschön. So. Vortrag ist frei zur Diskussion. Ich glaube, ich darf mich auch persönlich nochmal bei Ihnen bedanken, weil wir haben ja korrespondiert miteinander und auch dieses Thema so in dieser Formulierung festgelegt. Ich hatte so den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, dass Sie vielleicht das etwas anders formuliert hätten. Aber mir kam es eben wirklich, das ist der Frust, wie viel müssen wir uns von Europa noch gefallen lassen? Sie sagen jetzt Gemeinschaftlichkeit. Wer garantiert uns, dass es dabei bleibt? Und dass nicht wieder das Wort Apfelwein zum Beispiel als wichtig oder dass die Patente noch weiter hinterfragt werden. Ja? Das hat sich eben nicht bewährt, diese Beschränkung auf notwendige Dinge, sondern hat sich das Ausflug von den Kindern, die eigentlich alter sind, die lächerlich sind. Ja? Und das merkt sich jetzt. Der Europäer natürlich, dass ein Apfelwein hätte anders heißen müssen. Und solche Eulenspielereien, ja. Und deswegen die Skepsis, die Sie jetzt, hoffnungsvoll ausholen wollen, da kann ich Ihre Hoffnung also nicht so schnell teilen. Herr Flug, erstens, Sie haben mich tatsächlich bei der Themenstellung etwas befruchtet, insofern, als ich vielleicht mich zu sehr konzentriert hätte, ich habe mich ja gleichwohl noch ziemlich konzentriert, auf die Auswirkungen der ganzen Rettungsmaßnahmen und dieser der Krise. Aber das ist ja das Thema heute. Und gleichwohl habe ich ja dann versucht, den Bogen zu schlagen über das, was Europa eigentlich werden sollte. Und das war Ihre Intervention ja zu verdanken. Zu Ihrer Frage. Wir sind natürlich diese ganzen zu belächelnden, zum Teil auch sehr ärgerlichen Auswüchse bekannt. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt über das Glühbirnenverbot und dergleichen mehr. Ich möchte nur eins sagen, aus der Kenntnis auch, wie gesagt, ich teile also Ihre Abscheu, aus der Kenntnis von solchen supranationalen Gebilden, die müssen ihre Existenzberechtigung beweisen, das ist das eine, und da sitzen also nun alle möglichen Bürokraten, die ständig nachdenken, was können wir noch tun, da werden sie aufgefordert zu, aber die Glühbirne ist ein schlechtes Beispiel, der Apfelwein ist eher ein Beispiel dafür. Die Gurken? Hintergrund sind im Allgemeinen Wünsche, die aus den nationalen Staaten an die EU herangetragen werden, die darauf hinauslaufen, entweder, das ist dann eine krumme Sache, Wettbewerbsschutz für eigene Leistungen, Produkte auf die Weise zu kreieren, und da ist die Kommission im Allgemeinen clever genug, da ausgleichend zu wirken, oder aber wirkliche Bedürfnisse regeln zu lassen. Und da machen wir uns doch nichts vor. Die EU hat natürlich Unglaubliches geleistet in Sachen Angleichung der Wettbewerbsbedingungen. Und Abbau von
ja, Handelsschranken all dieser hinterhältigen Art, die durch Vorschriften, durch nationale Vorschriften, meine allein durch DIN-Vorschriften, die können Sie auch benutzen zur Abwehr von auswärtigen Produkten. Und die DIN-Vorschriften ist mit das Heiligste, aber auch das Objektivste, was es gibt. Die sind nicht zur Abwehr erfunden, sondern die sind zur Vereinheitlichung und zum Miteinander-Auskommen in Deutschland erfunden. Aber sie stehen unter Umständen Normen für ein Glühbirnengewinde oder für sonstige oder für Schraubengewinde oder was weiß ich, in anderen Ländern entgegen. Also die Vereinheitlichung und die Gleichmachung von Wettbewerbsvoraussetzungen, das ist das ganz große Verdienst der EU, das ist eine große Stärke, an der wir alle gewinnen. Und da gibt es schon Auswirkungen. Ich weiß ja nicht ganz genau, was das mit dem Apfelwein war, aber die Frage ist natürlich, was darf sich alles Wein nennen? In Dänemark gibt es zum Beispiel Kirschwein. Na, Kirschwein gibt es ja auch. Schlechtes Beispiel. Aber schon Kirschwein, ja, mit einem ganz anderen Alkoholgehalt. So Apfelwein, kennen die nicht, ist ja inzwischen gestorben, diese Attacke. Unter Umständen hat natürlich einer, der sich der Kommission bedient, um ein Cidre, nicht? Und es gibt ja ähnliche Produkte auch in anderen Ländern. Also ich bin davon entfernt, weit davon entfernt, diese auch von mir immer wieder kritisierten Einzelfenomene so sehr als das Schlimme an Europa darzustellen. Schlimm ist, dass wir in Europa uns nicht auf eine Gemeinsamkeit einigen können in den wichtigen politischen Dingen, um als ein Europa international gegen China, gegen Amerika, vielleicht auch mal gegen einen Zusammenschluss anderer Verbündeten. Wir sprachen mal eine Zeit lang von den BRICS-Staaten. Das ist nun nicht mehr ganz so nach der Sanktionsgeschichte und nachdem die auch wirtschaftlich zerbrücken. Aber wir brauchen Europa. Wir werden Europa natürlich als ein durch eine kulturelle Vielfalt entstandenes Gebilde mit einer Historie für jedes einzelne Land, werden wir nicht so einige ohne weiteres unter eine Glocke bringen können. Aber eine Konföderation scheint mir ohne weiteres denkbar unmöglich. Ein Staatenbund. Ein Staatenbund sozusagen. Nicht ein Staatenbund. Ein Staatenbund, ja. Ja, ja. Ja, ich bin also Alteuropäer seit 15 Jahren und wir haben damals, die Definition, was ist Europa? Und dann fange ich natürlich mit dem Verdienst von dem Weströmischen Reich an. Und das ist immer übersehen worden, dass der Osten ein anderes Europa ist. Kulturell und auch moralisch. Und das kann ich nicht so ohne weiteres unter einen Ja, da haben wir gerade gesagt, aber selbst im kleinstaatlichen Bereich, also wenn wir nur Europa nehmen und seine Staaten, ich sage mal Kerneuropa, ja. Ich denke, ich sehe, Sie haben mit Europa, so Osteuropa so ein bisschen ihre Schwierigkeiten, da sage ich aber auch gleich noch was zu. Innerhalb dieses Kerneuropas sind wir von unserer Historie so unterschiedlich im Herkommen, dass das schon schwer ist, unter einen Hut zu bringen. Aber machen wir uns nichts vor, auch andere große Bundesstaaten haben sehr unterschiedliche geschichtliche Herkunft. Osteuropa. Also, wenn wir mal Rumänien, Bulgarien nehmen. Ja, entschuldigen Sie. Das waren Länder vor dem Krieg, die waren sowas von westlich orientiert. Die hatten ein Bürgertum, das hatte als erste Sprache Französisch. Nein, Deutsch. Meistens Deutsch und selbstverständlich Französisch. Sheila und ich, wir haben eine gemeinsame Freundin und wir haben beide auch ihren Vater noch kennengelernt. Ein Urgestein von Typ, war strammer Kommunist zu seiner Zeit, war geläuterter Liberaler, darf ich glaube ich sagen, nach dem Kriege. Der hatte einen Bruder, der war, ich glaube, Chirurg oder was, in Berlin, der Vorkriegszeit. Die ganze Familie, alles, was man hört, das ist Europa gewesen. Die waren ein kultiviertes europäisches Bürgertum par excellence. Und
noch ein, etwas ganz anderes jetzt mal. Auch zufällig die gleiche Freundin, die brachte mir mal, das war in 70er Jahren, ein paar Münzen. Und fragte, ob ich nicht, ich sei doch bei der Bundesbank, ob ich nicht mal bestimmen könnte, was das für Münzen sind. Na, ich bin zu unserer Chefin der des Münzmuseums gegangen und die hat die nur gesehen, sagte gleich, ja, das ist Kaiser sowieso aus dem 3. Jahrhundert, Münzstätte Trier. Ich sage, und jetzt erzähle ich Ihnen, wo die gefunden worden sind. Wo die gefunden worden sind. Die hat der Vater unserer Freundin irgendwann in den 70er Jahren beim Graben in seinem Garten gefunden. Die hat also ein römischer Soldat oder ein Kaufmann, hat die im 3. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert nach Christus, hat die in Sofia jemanden anvertraut und der hat es vergraben oder was weiß ich. Wir hatten mal ein Europa, das nur zur Geschichte, wir hatten mal ein Europa, das hat alles so fast voll der Maß, nicht nur bis an die Meermel, sondern bis ans Meer. Also diese Eingrenzung, mit der wäre ich vorsichtig. Man kann aus politischen Gründen sich fragen, und vor allen Dingen aus ökonomischen Gründen, ob es sinnvoll ist, die Europäische Union, so wie sie im Vertrag niedergelegt ist, zu früh und zu rasch zu erweitern um Länder, die da noch nicht zu passen. Da ist natürlich vom Balkan und so gibt es da sicherlich einige Fragen, aber Bulgarien und Rumänien, selbst bei der Ukraine, ich würde sie heute nicht, obwohl das ja die Absicht ist, würde sie nicht, das aus politischen Gründen, aus Opportunitätsgründen, nicht um den Russen zu gefallen, aber auch nicht um denen einen Vorwand zu geben, befördert haben, einfach weil die Ukraine konnte doch keinen großen Gefallen damit tun. Wir haben nur Unfrieden gestiftet. Aber eigentlich gehört die Geschichtlichen auch eher zu Europa als zu irgendwas anderem. Ja. Russland eigentlich auch. Gerade wenn man über die osteuropäischen Staaten und den Balkan spricht, kann man sich lange drüber streiten, ob der Zeitpunkt vernünftig war oder vernünftig ist. Aber das, was man da gerade an deren Beispiel auch sehen kann, ist die politische Dimension des Projekts Europa. Und ich sage bewusst Projekt Europa, weil das ist noch lange nicht abgeschlossen, ist nun von einer Bedeutung, die nicht unterschätzt werden soll. Was dazu führt, dass man sagt, okay, kostet uns viel Geld, wird uns auch noch viel Geld kosten, aber wenn wir dafür als Europa, als Projekt Europa, es zum ersten Mal schaffen würden, den Balkan auch nur einigermaßen friedlich zu gestalten, hat, soweit ich weiß, historisch gesehen, bis jetzt noch niemand geschafft. Ja, das nicht die Römer. Das hat keiner geschafft. Ja, wenn wir das schaffen, mit dem Projekt Europa im Balkan auch nur einigermaßen Frieden zu schaffen und die eigentlich traditionellen Kulturbereiche, die zu Europa gehören, von Polen angefangen, Rumänien, Slowakien, Tschechische Republik, kann doch keiner diskutieren, dass das traditionelle europäische Kulturbereiche sind, dass die Pech gehabt haben und 50 Jahre lang leider auf der falschen Seite eingegliedert waren, kann man denen ja nicht persönlich zum Vorwurf machen. Vor der Zustimmung, Das muss ich auch eine Frage stellen, weil es genauso reinpasst. Liegt man die ganze Zeit schon nach der Zunge. Das ist die Chance des Moderators, das erbricht. Muss ich kaltblütig wahrnehmen. Ne? Alle anderen, die das auch wollten können, haben jetzt keine Chance. Keine Chance. Nee, also ein bisschen habe ich manchmal so den Eindruck, gut, ganz anfänglich Euphorie hat sich etwas gelegt, aber es war immer Optimismus da, solange im Osten die große Sowjetunion da war. Also es hat auch einen weltpolitischen Aspekt. Das hat die Sache zusammengehalten. Und seitdem, sagen wir mal, diese Bedrohung, kann man ruhig so sagen, verschwunden ist, geht es eigentlich drunter und drüber. Ne? Ja. Sehen Sie das auch so? Ich möchte das ummünzen in die Frage, hat der europäische Gedanke, der Zusammenhalt in Europa, um das nicht so politisch zu belassen, hat der eigentlich gelitten durch die, das Ende der Bedrohung? Ja, ich weiß es nicht, es ist eine Frage, die an alle gestellt ist. Es scheint so. Es war auch nur weisenweise so, das ist ja nicht andauernd so.
Eigentlich immer nur, wenn irgendwelche wirtschaftlichen Probleme auftreten. Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich auch. Ich meine, wenn ich mal überlege, die Idee der Euro-Währung, die ist sehr zum Ärger von vielen in der Bundesrepublik, sehr zum Ärger bei uns bei der Bundesbank damals. Ich meine, 97, das war so ein Überraschungscoup von Genscher. Die haben da so ein Papier gemacht und das ging von Deutschland aus. Das war natürlich Rücksichtnahme auf, aber es war, wie gesagt, vor allem Vereinigung und so. War natürlich schon Rücksichtnahme auf Vorstellungen in den Nachbarländern. Der Gedanke kam also auf, wie ich finde, in falsch verstandener Absicht oder falsch verstandener Möglichkeit, über die Währung Europa weiter zusammenzubringen. Das kann nicht funktionieren, das hat nicht funktioniert, das weiß man jetzt und das ist eine Tragik. Aber das war auch deren Idee. Und da war noch nichts mit Zerfall der Sowjetunion zu sehen. Also insofern war es noch der Wunsch, Europa stärker zu machen oder stärker zu einen. Aber es kam doch dort schon sehr eine Idee auf, mit der wir uns hier, mich ja die ganze Stunde fast auseinandergesetzt habe, die heute Europa eher belastet. Und ich weiß nicht, ob Europa, ohne dass wir dieses Euro-Projekt überhaupt angedacht und vor allen Dingen ohne dass wir es umgesetzt hätten, ob da die Euro-Union, ob da die EU so zerrissen dastände, wegen des Zerfalls des Sowjetreiches. Ich glaube, Europa wäre stärker geblieben, hätte besser zusammengehalten. Weil der eine den anderen was vorwerfen kann, das ist immer der Geburtsrat. Da muss ich eins sagen, ich muss mich in einem Punkt eigentlich ein bisschen korrigieren. Hätten wir keine Währungsunion, Sheila, ich hätte fast erwartet, dass du den Einwand bringst, deswegen bringe ich ihn selber. Es gab natürlich immer wieder einen Streitpunkt in wirtschaftlicher Hinsicht und das war, wenn die Politik in der Bundesrepublik so erfolgreich, vor allem die Währungspolitik so erfolgreich war, wie sie war, und andere Länder wegen ihrer weniger verantwortungsvollen Politikführung sahen, dass ihre Währung wieder mal unter Druck kam. Also Abwertungsdruck entstand. Realignments, also Währungskorrekturen, diskutiert werden mussten. Da habe ich, das war meistens hinter den Kulissen, weil das ja auch nur einige wenige betraf, da habe ich Unglaubliches erlebt, auch an und Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten. Und das ist natürlich auch öffentlich geworden in den Medien und da gab es Vorwürfe aus die Stabilitätsobsession der Bundesbank, die macht alles kaputt und die führt zu einer ewigen Aufwertung der D-Mark und das können die anderen Länder nicht mitmachen gegenüber dem Rest der Welt. Und also da gab es auch Reibungen. Ja? Und die sollten natürlich, das habe ich ja gesagt, die sollten auf jeden Fall überwunden werden. Und das war natürlich eine der Grundideen des Genscher-Papiers, dass einen Weg aufzeigen wollte, wie man da rauskommt. Aber der zeugte auch, das fährt vom Schwanz her auf, nämlich Währungsunion vor der politischen Union. Nur wir haben sie jetzt und jetzt müssen wir fragen, wie können wir das irgendwie weiter zu einem guten Ende oder zu einem guten Fortschritt bringen. Ist das wirklich? Der war, glaube ich, der Nächste. Ja, vielen Dank. Ich möchte diesen historischen und den geopolitischen Ansatz noch aufgreifen, der vorhin schon kam, dass man nach Osten blickt und guckt, wie sind denn da die Dinge passiert nach dem Auseinanderbrechen der UdSSR. Da ist ja nicht dabei geblieben. Es haben sich getrennt die einzelnen früheren Staaten von Jugoslawien, sind auseinandergegangen
Und zwar nicht nur wegen fiskalischer, wirtschaftlicher Probleme, sondern da spielen ganz andere Probleme eine Rolle, die der Tito noch mit brutalen, aber eben wirksamen Mitteln zusammengehalten hat. Und dann war der weg und dann ist das auseinandergefallen. Und zwar ohne Ende. Und das hat natürlich jede Menge Konflikte, die bis dahin unter der Oberfläche schwelten, nach vorne gespült. Natürlich kann ich sagen, wir haben wunderbar, wir haben jetzt das frühere Jugoslawien befriedet durch großen Einsatz der NATO und der Bundeswehr. Ja, wir haben das nicht befriedet. Da ist ein Waffenstillstand. Die Bundeswehr ist jetzt noch da, die NATO ist jetzt noch dort aktiv und wir haben die Hälfte etwa der Bevölkerung inzwischen hier. Und dann tragen die ihre Kriege eben hier aus und nennen die nicht mehr Kriege, sondern das sind das Prügeleien, die nur noch in der Kriminalstatistik auftauchen, aber nicht mehr als Krieg in Erscheinung bringen. Ich möchte aber nicht mit Jugoslawien jetzt aufhören, sondern es geht auch weiter. Es gab auch keinen Grund aus, für mich völlig überraschend, für das Auseinandergehen der Tschechoslowakei. Also Slowakei und Tschechien, dass das aus wirtschaftlichen Gründen auseinandergeht, sehe ich nicht so. Wir haben eigentlich mindestens mal im Osten seit der Zeit nach dem Krieg nur noch ein Auseinanderbrechen von früheren europäischen Staaten oder Staatengebilden. Und ich habe etwas anderes, ein Zusammenwachsen, wenn man von Deutschland absieht, in Europa nirgends feststellen kann. Es ist eine Zersplitterungstendenz da, von der ich nicht weiß, wann sie eigentlich enden wird. Also Großbritannien hat es jetzt gerade noch mal geschafft und ist mit Schottland ein Staat geblieben. Aber ich bin dankbar, dass Sie in Ihrem zweiten Teil des Vortrags auch auf Großbritannien mal in einem Schlenker, in einem Nebensatz zu sprechen kamen. Man kann ja über die Engländer und die Briten überhaupt denken, wie man will, aber immerhin ist es, wenn auch unter einem nachvollziehbaren politischen Druck, der jetzige Regierungschef von Großbritannien gewesen und ist es noch, der die Forderung gestellt hat, wir müssen mal darüber reden, was die Grundlagen eigentlich von der EU jetzt sind. Wir möchten Veränderungen haben, klare Änderungen haben. Und dazu hat Frau Bundeskanzlerin Merkel, ja, müssen wir reden, aber sonst nicht viel gebracht. Also in Substanz hat sie auch da nichts gebracht. Und ich habe die große Hoffnung, dass mit diesem Druck aus Großbritannien, wenn man sich vielleicht mal, vielleicht nicht in ihrem Sinne, in Richtung von Konföderation und europäischem Staatenbund dem näher tritt, aber man wird zu klareren, einfacheren Regeln kommen müssen und man wird das jetzige Europa etwas gesund schrumpfen müssen. Das ist meine Vision, die ich dazu habe. Und ich bin aber skeptisch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Großbritannien gelingen wird, gesunde Einschnitte, Eingriffe in das derzeitige europäische System durchzusetzen, politisch. Und ich fürchte, dass auch die EU-Kommission und auch Deutschland eher auf Großbritannien in Europa verzichten werden als auf Griechenland. Was ich sehr bedauern würde, denn im Grunde wäre das, wenn das so kommt, ein weiterer Punkt, der für das Zerfallen von Staatenbünden in Europa, vor allen Dingen aber von der EU selbst spricht. Und ich muss sagen, ich halte es im Prinzip auch für richtig. Denn auf politischem Wege sehe ich keine Chance, dass Europa sich dem nähert, was mal der Ausgangspunkt von Europa war. Ich denke an Charles de Gaulle und seinen Spruch von dem Europa der Vaterländer. Davon sind wir weit entfernt. Wir haben jede Menge Kompetenzen schon jetzt abgegeben an die EU. Was die immer draus macht, da will ich jetzt nichts zu sagen. Aber ein Punkt ist mir hier viel zu kurz gekommen, das haben die in einem Nebensatz auch mal gesagt, aber das ist ganz wichtig. Das ist die Verfassung der einzelnen europäischen Staaten und ich bin kein Verfassungsrechtler, ich bin auch kein Völkerrechtler, aber ich kann sagen, dass das Grundgesetz Deutschland immerhin ein Wächter hat, über den kann man auch streiten und verschiedene Meinungen sein, das Bundesverfassungsgericht hat. Aber die Konflikte werden ja nicht nur auf fiskalischer und wirtschaftlicher Ebene ausgetragen, sie werden auch auf rechtlicher Ebene, und zwar auf verfassungsrechtlicher Ebene ausgetragen. Und da gibt es im Moment eine sehr spannende Diskussion zwischen dem EuGH und dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte auf der einen Seite und dem Bundesverfassungsgericht auf der anderen.
Und feststeht, das schafft keine Bundesregierung, uns von dieser Magna Carta, von diesem Grundgesetz in seinen Grundfesten zu befreien. Da gibt es einfach Grundrechte, die sind unänderlich. Da muss man sagen, wir wollen was anderes. Und gerade weil Sie davon gesprochen haben, dass natürlich auch ein Staatenbund Europa Souveränitäten abgeben muss, Kompetenzen abgeben muss, in weiterem Maße als jetzt, das ist nicht das, was ich für gesund halte, das sage ich Ihnen ganz offen, denn ich möchte nicht, also abgesehen davon, dass es in den letzten 60 Jahren nicht geklappt hat, mal eine europäische Verteidigungsarmee zu schaffen, das war die Idee noch unter Strauß, die war vernünftig, man hat es nicht gepackt. Man hat die NATO einfach jetzt übernommen, die NATO hat, die ersetzt jetzt praktisch diese europäische Verteidigungsarmee. Nicht nur europäisch, natürlich atlantisch auch. Aber ich kann für diesen verfassungsrechtlichen Teil sagen, da ist kein Ausverkauf, keine Übertragung an weiteren wesentlichen Geschichten an eine supranationale Einrichtung denkbar. Für mich mit meinen bescheidenen Missionsmöglichkeiten sicher nicht. Sehen Sie das anders? Nein, ich kann Ihnen in vielen Punkten zustimmen, aber ich möchte ja drei Punkte rausgreifen. Das erste ist die Frage, eher Griechenland, aber eher Großbritannien rausfallen lassen als Griechenland. Also da schätzen Sie, glaube ich, die Bundesregierung falsch ein. Die Bundesregierung würde, weiß, und das ist die Überzeugung in Berlin überall, würde einen ganz wichtigen Verbündeten in der EU verlieren, wenn Großbritannien ausscheidet. Also das ist gar keine Frage. Zufällig, und das ist auch eine etwas andere Einschätzung als Ihre, aber ich kann mich da irren. Zufällig scheinen die Wünsche, die die Briten aus mehr taktischen Gründen an die Neuordnung hinsichtlich der Kommission haben, sich ziemlich zu decken mit den Wünschen aus Berlin. Warum? Sie haben ja zu Recht beklagt, und das klang hier auch woanders an, dass die Kommission viele Kompetenzen hat. Oder sich angeeignet hat oder ihr nicht zugeschielt. Es ist mehr eine Aneignung durch faktisches, durch Verhalten und so weiter. Und Schäuble-Papier zum Beispiel, das ist einer der Hintergründe. Er wollte die nicht entmachten, aber er wollte, das haben die Medien schon sehr genau kapiert, er wollte also da einen Pfad einrammen und will das immer noch. Auch weil die Kommission keine ausreichende Legitimierung hat für das, was sie alles tut. Genau. Sie ist eigentlich nur beauftragt von den vertragsschließenden Parteien, das sind die Staaten, und die Kommission kämpft ja geradezu, aber auch mittlerweile das Europäische Parlament, beide kämpfen darum, Kompetenzen an sich zu krallen, das geht zum Teil auf sehr subtilen Wegen, weil sie sehen, dass ein anderes Gremium, dem ich zwar hier in dem Vortrag eine gewisse, aber hinreichende Legitimierung, habe ich wohl gesagt, zusprechen will, weil es gewählte Regierungen sind, aber in Europa wird heute alles Wesentliche, politisch Wesentliche entschieden in dieser intergouvernementalen Weise, nämlich dass der Europäische Rat oder die europäischen Räte der jeweiligen Fachminister zusammensetzen, etwas aushecken und dann kann die Kommission daneben regieren, wie sie will. Entscheidend ist, was der Rat sagt, denn ohne den Rat geht nichts. Der Rat muss wichtige Dinge absegnen. Mittlerweile hat leider, was heißt leider, hat das Parlament einige Einspruchmöglichkeiten auch, aber auch diese Art von Entscheidungsebene ist eigentlich auf Dauer nicht tragbar, denn das widerspricht dann doch unserem Verständnis einer Demokratie. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, es wäre nicht gesund, wenn wir, gesund ist sowieso so ein Begriff, aber ich nehme das mal, wenn wir auf eine europäische Ebene Souveränitätsrechte übertragen. Das geht nur, und das habe ich ganz klar gesagt, wenn dort eine Regierung ist, zum Beispiel eine gemeinsame europäische Regierung, kann hier
jetzt keiner von uns so richtig vorstellen, aber in der Schweiz haben sie das. Die, ja. Die Schweiz hat ganz anders angefangen. Die Schweiz hat angefangen, das war nur ein Verteidigungsbündnis übrigens, nicht? Das war ein militärisches Bündnis. Nicht? Also, und dann haben die so langsam gefunden, man kann auch ein paar Dinge zusammen regeln und so weiter. Aber das meiste ist bei den, aber Justiz und sowas ist natürlich gemeinsam heute Außenvertretung. Jetzt haben sie mich aber abgebracht mit ihrem Einwurf Schweiz. Also eine Regierung, die aus freien allgemeinen Wahlen hervorgegangen sein muss, bei denen alle Bürger das gleiche Stimmgewicht haben, das wollen natürlich die meisten Länder nicht, weil allein aus Deutschland dann natürlich 40 Millionen oder 50 Millionen wahlberechtigt sind. Und ich habe gesagt, wo Parteien aus allen Ländern in allen Ländern zugelassen sind. Also das auch, wenn sie zum Beispiel Bürger Frankreichs sind, das können sie auch, wenn sie das möchten, CDU wählen oder SPD oder sowas. Also nur wenn wir eine solche Durchdringung haben, können wir uns eigentlich eine Regierung über uns allen in Europa vorstellen. Aber das sollte eigentlich das Ziel sein. Es wird nicht möglich sein, fürchte ich. Weil eben sogar Bürger, wie Sie sagen, also das möchte ich nicht abgeben. Aber wie gut ist das dort aufgehoben in Berlin? Also vielleicht ist das auf europäischer Ebene auch nicht schlecht aufgehoben. Also diese beiden Punkte, da möchte ich es bei bewenden lassen, sonst rede ich zu viel. Jedenfalls Großbritannien, das ist ein ganz wichtiger Punkt und die haben beide das gleiche Ziel. Und es ist schön, dass die jetzt als Vortänzer da sind. Nur leider ist bei Großbritannien, das ist der letzte Satz dazu, dass die Motivation eine andere. Er muss seinen Leuten zu Hause zeigen, ich tue was. Ja? Und er hat auch ein paar richtige Punkte benannt, das ist auch aus unserer Sicht. Aber es ist nicht so ganz sicher, ob er das aus so sehr grundsätzlichen Erwägungen macht. Er stellt ihn gut an, grundsätzliche Erwägungen einzubringen, warum nicht? Denn nochmal, die Kommission ist etwas, die stößt von der demokratischen Legitimation an ihre Grenzen, alles was da geschieht. Manfred, ich habe eine Frage. Siehst du auch oder die meisten von uns Deutschland als Länder of Last Resort, so wie die Russland haben wir in den 80er Jahren als American Bankers, haben angenommen, Umbrella Theory, Russland wird es nie gestatten, ein Satellit unterzugehen. Und dann haben sie das mit Pauken und Trompeten gemacht und die sind alle pleite gegangen, von Polen bis die DDR, Slowenien, alle sind pleite gegangen. Ja. Heute, diese 7 Milliarden Bond, das ist, glaube ich, die Fälle steigen, fangen an in